willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eben gerade meinen Kühlschrank sauber gemacht, denn wenn man so den ganzen Tag zu Hause sitzt, ist das eine mega gute Sache, die man tatsächlich mal einen Angriff nehmen kann. Einen Kühlschrank sollte man wohl so um und bei einmal im Monat sauber machen. Ich habe heute die Komplettreinigung gemacht, habe den Kühlschrank abgetaut, alles rausgenommen, auf den Balkon gestellt, weil wir im Moment noch 1 Grad draußen haben und sich das super lohnt, die ganzen Sachen da entsprechend zwischenzulagern. Und weil mein Kühlschrank jetzt so wunderschön sauber ist, gibt es heute eine kleine Kühlschrank-Roomtour. Fangen wir die Kühlschranktour mal mit der Kühlschranktür an, ein kleiner Zungenbrecher. Wir kaufen immer, wenn wir irgendwo im Urlaub sind oder meistens, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, so ein paar kleine Kühlschrankmagnete als Erinnerung für die entsprechenden Urlaube und kleben sie uns hier an den Kühlschrank. Zusätzlich habe ich hier noch so ein bisschen Papier hängen und einen Stift. Hier schreibe ich gelegentlich mal drauf, was wir noch einkaufen müssen oder eben Rezepte, die wir die Tage über kochen möchten, damit wir so ein bisschen einen Überblick haben über das, was geplant ist. Schauen wir jetzt aber mal hier in den Kühlschrank rein und beginnen mit dem Inhalt meiner Kühlschranktür. Ich habe hier oben immer so ein bisschen Senf liegen, beziehungsweise ich selber esse keinen Senf, ich mag den überhaupt nicht. Mein Freund ist das Einzige, wofür ich den immer nutze, ist für Salatdressing. Dann ist da noch ein bisschen Wasabi und Tomatenmark und noch ein bisschen Hefe. Dann habe ich hier so ein bisschen grünes Pesto, das haben wir mal auf einer Messe gekauft, das müssen wir unbedingt nochmal probieren, da habe ich noch gar nichts gegessen. Um entsprechend Hummus machen zu können, habe ich hier noch dann ein bisschen Tahin, also Sesammus hier drin stehen und für Soßen und allem drum und dran eben noch Mandelmus, ein paar Gürkchen und noch ein bisschen süßer Senf, auch wie gesagt, den mag ich tatsächlich auch nicht. Jetzt kommen wir zu ein bisschen ungesünderen Sachen, sind Ketchup und ganz viele Soßen. Wir machen ganz gerne mal Burger und ich habe immer keine Lust, da tatsächlich die Soße komplett selber zu machen. Deswegen nutzen wir zum Grillen und für Burger halt wirklich häufig diese Soße. Und ganz gerne auch mal, wenn wir Döner selber machen, eben so eine Hot Chili Soße. Das ist alles tatsächlich in Maßen gegessen, nicht so schlimm, aber tatsächlich auch nicht das Gesündeste, was man quasi so essen kann. Ich habe für Sushi, das ich ganz gerne mal mache, habe ich hier noch so ein bisschen Reisessig und Sojasauce. Dazu kommen hier hinten noch ein paar getrocknete Tomaten und Sojasahne. Wir haben zusätzlich immer noch Oliven da. Wenn wir dann mal Hummus selber machen mit Brot, sind Oliven wirklich der Burner dazu. Zitronensaft kann man immer mal gebrauchen, um den irgendwo reinzupacken. Und alle geöffneten Getränke bzw. ja, Sojamilchpackungen, Apfelsaft und hier in dem Fall tatsächlich so ein Holunderblütensirup. Den habe ich in der Tür stehen und hier steht tatsächlich auch noch ein kleiner, was ist das, Moscato. Der ist für den Sommer aufgehoben fürs erste Grillen. Dann wird er zusammen mit einem leckeren Limoncello getrunken. Und dann geht es auch schon weiter mit den Fächern. Ich habe hier meine selbstgemachte Marmelade und meinen selbstgemachten Schokoladenaufstrich. Ich gucke mal, dass ich euch das da oben hinter dem i verlinke. Da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht, wie ich den mache. Dann habe ich hier noch eine Aprikosenmarmelade stehen. Die ist noch von dem Vorhaben, Nussecken zu machen. Da habe ich irgendwie noch nicht die Zeit für gefunden. Noch ein bisschen Zwiebelschmalz als Möglichkeit für ein Kohlgericht. Und entsprechend noch vegane Salatmayonnaise, die ich unbedingt mal testen wollte für meinen Nudelsalat. Noch ein paar kleine Gürkchen und eine Margarine, die ich tatsächlich ab und zu mal nutze, und Butter, die mein Freund ganz gerne isst, weil ich mochte in meinem ganzen Leben noch nie Butter auf Brot, auch Margarine nicht auf Brot. Ich nutze die Margarine in der Regel eher zum Backen. Wie gesagt, mein Freund isst sowohl Milchprodukte als auch Fleisch. Ich allerdings halt wenig Milchprodukte und gar kein Fleisch und Fisch. Für ihn zum Frühstück haben wir hier noch so ein bisschen Skyr als Quarkersatz. Wir haben immer das Problem gehabt, dass wir in der Schweiz keinen vernünftigen Quark gefunden haben, der fest genug ist, um ihn auf ein Brot zu schmieren und eben Marmelade drauf zu packen. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr das tatsächlich kennt. Brot mit Quark und Marmelade, das kennt hier in der Schweiz keiner so richtig. Dann habe ich hier noch so eine vegane Quark-Alternative von Sojanada. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Da bin ich auch noch nicht zugekommen. Hier hinten ist noch ein Sojajoghurt von Lidl und noch ein ganz normaler Joghurt. Der ist noch Überbleibsel vom letzten Besuch meiner Schwiegereltern. Und hier für meinen Freund noch als Aufstrich fürs Frühstück ein paar, ein Frischkäse von Le Tartare.
Hier sind noch Eier von unserem Bauern. Wir kaufen tatsächlich die Eier immer nur noch bei unserem Bauern hier um die Ecke. Da kann ich zu Fuß hinlaufen. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Da kann man sich auch die Hühner angucken, wie die gehalten werden. Ich weiß, dass das mit Veganismus nicht viel zu tun hat und dass das auch schwierig ist, Eier zu essen, auch wenn die Hühner gut gehalten werden. Allerdings ist das für mich tatsächlich das einzige Ei, was ich wirklich essen würde. Also entweder von unserem Bauern oder von einer befreundeten Hobbybäuerin, Biobäuerin, wie auch immer man das nennen möchte, die selber auch ein paar Hühner hat und entsprechend uns ab und zu mal Eier gibt. Ja, im nächsten Fach geht es dann weiter mit so ein paar Fleischersatzprodukten oder ja, veganen, vegetarischen Produkten. Wir haben ja ganz viel Tofu. Ich hamstere tatsächlich schon mein ganzes Leben lang Tofu. Ich habe immer so ungefähr 6 Packungen Räuchertofu im Kühlschrank und ganz neu habe ich mir jetzt hier mal so ein veganes Gyros aus Seitan gekauft. Das müssen wir mal testen, das habe ich noch gar nicht gegessen. Nochmal einen Tofu vom Lidl, den wir mal probiert haben und hier noch einen Seidentofu, womit ich eine vegane Lauchquiche noch machen wollte. Mein Freund liebt mittlerweile diese veganen und vegetarischen Schinkenspicker und ich esse die eigentlich auch ganz gerne, deswegen kaufen wir die immer mal wieder, damit er die auch zum Frühstück essen kann und ich eben auch. Tups. Zusätzlich habe ich hier noch so einen Tzatziki, da muss ich auch noch mal probieren. Den haben wir tatsächlich auch noch nicht gegessen. Und hier ganz hinten sind noch ein Feta-Käse von Sojanada und von Lidl so 2 vegane Fleischalternativen, die man in der Pfanne braten kann. Kann ich nur empfehlen, müsst ihr mal probieren. Die Schnitzel und die Burger, die lohnen sich unserer Meinung nach tatsächlich sehr. Im nächsten Fach geht es weiter mit dem Käse, den wir haben. Von Tupper haben wir den Käsemax, damit der Käse entsprechend immer vernünftig temperiert und mit Luft entsprechend, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall, hält sich der Käse da drin super, super lange. Hier ist noch ein bisschen Käse zum Überbacken und entsprechend da hinten auch noch Käse für meinen Freund, für Pizza und so weiter und so weiter und auch noch ein bisschen Parmesankäse. Noch eine Etage tiefer geht es hier jetzt weiter mit so einer Schlagcreme. Das ist jetzt in dem Fall die universelle. Wir haben da auch noch eine gesüßte und eine ungesüßte, glaube ich. Ne, im Moment nur die. Die lohnt sich tatsächlich als Sahneersatz. Ist wirklich super toll. In den beiden Tupperboxen sind selbstgemachte Schokocrossis. Dazu kommt demnächst definitiv noch das Rezeptvideo. Und dann habe ich immer noch ein bisschen Sojadrink drin, damit ich eben das Ganze für mein Müsli zum Frühstück habe. Weil ich esse immer Haferflocken mit Soja und Apfel und das ist sehr, sehr lecker. Ja, und hier unten in unserem Gemüsefach tummelt sich im Moment die einzige Frischwarenausbeute, die wir haben. Ein paar Karotten, ein paar Paprika, Zucchini, Aubergine und ein paar Pilze. Das andere Fach ist tatsächlich leer. Das war unser Kühlschrank und wie bereits gesagt, ist er vielleicht nicht zu 100% vegan, auch nicht plastikfrei oder der nachhaltigste Kühlschrankinhalt, den ihr finden könnt. Wir versuchen unser Bestes, was das angeht und versuchen auch in der Hinsicht sehr, sehr gut einzukaufen. Was mich halt wirklich extrem stört, sind, dass so viele vegane, vegetarische Produkte in extrem viel Plastik eingepackt sind. Viele davon kann man wahrscheinlich gar nicht unverpackt kaufen. Das ist immer so ein bisschen blöd, wie ihr selber haben hier in der Schweiz in Zug auch keinen wirklichen Unverpacktladen, jedenfalls keiner, der mir aktuell bekannt ist. Wenn ihr selber aus Zug seid oder hier aus der Umgebung kommt und ihr kennt hier in der Nähe einen, dann schreibt mir den wirklich super gerne in die Kommentare, dann gucken wir da mal rein. Aber wie gesagt, es ist leider Gottes bei uns immer etwas problematisch. Unverpackt einkaufen, glaube ich, ist die nächste Gelegenheit leider Gottes in Zürich. Ja, es ist ein bisschen doof. Die veganen und vegetarischen Produkte sind alle sehr krass in Plastik verpackt und das spiegelt sich tatsächlich auch in unserem Kühlschrank wieder. Und das ist auch etwas, was mir tatsächlich sehr sauer aufstößt, wenn ich diese Produkte kaufe, weil es immer Berge an Plastikmüll sind, die wir tatsächlich entsprechend wegen dieser Produkte wegschmeißen. Was so Fleischersatzprodukte angeht, wie die Steaks von Lidl oder die Burger von Lidl, kaufen wir das tatsächlich gar nicht so häufig, um eben auch diesem Müll entgegenzuwirken. Aber auch der Tofu ist ja immer in Plastik verpackt und ich habe bisher noch keinen Laden gefunden, wo ich unverpackten Tofu kaufen könnte. Das ist irgendwie immer so ein bisschen blöd. Ja,
Trotzdem, das ist unser Kühlschrankinhalt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir dafür einen Daumen hoch gebt, hier unten vielleicht mal in die Kommentare schreibt, ob es Produkte gibt, die ich euch hier gezeigt habe, die ihr auch selber immer im Kühlschrank habt und ob es etwas gibt, was ihr in eurem Kühlschrank habt, was definitiv nicht fehlt oder fehlen darf. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht können wir uns darüber so ein kleines bisschen austauschen.